So, Freunde, wir sind heute im Tourismusmodus unterwegs mit der Australienjacke. Wenn du in Australien jemanden mit der Jacke gesehen hast, wusstest du sofort, er ist ein deutscher Work and Traveler. Was wir heute machen, wir reden nicht über Australienjacken, sondern über Shopify. Und ich erkläre den Grund, wieso du mit Shopify momentan noch scheiterst und was du dagegen machen kannst. Das ist ein Trick, den kannst du in jedem deiner Lebensbereiche anwenden. Und er ist sehr, sehr leicht zu formulieren, leicht zu machen, doch wenn dann das erste Fazit kommt, die ersten Resultate, die ersten Lektionen, dann ist es wichtig, das zu verstehen. Das ist nämlich diese folgende Taktik. Du fängst etwas Neues an. Du fängst Shopify an. Du fängst, sagen wir mal ein anderes Beispiel, Bodybuilding an. Du willst den schönen Körper aufbauen. Du willst ein bisschen abnehmen, egal was es ist. Wir reden jetzt erstmal über Shopify, aber du fängst mit Shopify an, mit E-Commerce, Dropshipping, Print on Demand. Du fängst an und du willst online Geld verdienen. Du probierst die ersten Sachen und du lernst Neues dazu. Die erste Lernkurve ist gewaltig. Du lernst innerhalb von sehr kurzer Zeit so, so viel Neues dazu, so viel Innovatives. Du bildest dich so stark weiter, dass der Anfang einfach spitze ist. Du enthusiastisch bist, du dich jeden Tag aufs Neue freust, du dich jeden Tag aufs Neue freust, das anzufangen. Und der Anfang ist toll, auch wenn du noch nicht viel Geld verdienst. Der Anfang ist einfach toll. Was passiert? Du bist ein paar Wochen, paar Monate in the game. Du verdienst ein bisschen mehr Geld, deine Skills sind besser geworden, aber du erreichst ein Plateau. Und die Leistungskurve geht so: Du kriegst unheimlich viele neue Lektionen, du lernst unheimlich viel. Doch irgendwann kommt dieses Plateau. Und was du wissen musst oder was du verstehen musst, ganz wichtig: Dieses Plateau wird kommen. Es wird eine Zeit geben, wo du nicht sehr viele Resultate von außen sehen wirst, wo du nicht sehr viel Veränderung sehen wirst. Verschiedene Sachen. Das ist die ganz klassische Mastery-Kurve. Du wirst am Anfang erheblich gut, du wirst so viel Neues dazu lernen und immer dieses Plateau erreichen. Und wenn dieses Plateau kommt, dann wirst du an diese Lektion denken. Denn wenn dieses Plateau kommt und du nicht mehr weiterkommst, dann musst du besser sein als jemals zuvor. Da musst du besser sein, um dein Game aufs nächste Level zu bekommen, dass da wieder ein Kickstart daraufhin folgt. Darum verschiedene Sachen. Wenn dieses Plateau kommt, erstmal realisieren. Erstmal sagen, okay, ich bin gerade im Plateau und no matter what, ich muss hier durchpushen, dass ich es aufs nächste Level schaffen kann. Und gleichzeitig musst du dir eingestehen, okay, es kann jetzt sein, dass ich ein bisschen schlechter werde. Es kann sein, dass ich jetzt nicht so große Neuigkeiten und so große viele Resultate sehe. Aber unabhängig von meinen Emotionen werde ich das trotzdem machen. Ich werde das trotzdem durchziehen, ich werde das trotzdem weitermachen. Nummer 3 ist, wenn dieses Plateau kommt, dann wende folgende Taktik an. Du analysierst dein komplettes Business. Du schaust deinen kompletten Shopify-Shop an. Du fängst an bei deiner Nische. Du gehst weiter mit deinen Produkten, mit deinem Shop-Aufbau, mit dem Vertrauen deiner Kunden in deinen Shop, mit deinem Facebook-Advertising, mit deinen Werbeanzeigen, mit deinem Online-Marketing. Du schaust alles an, wirklich A bis Z, alles. Du schreibst dir alles auf den Blog. Du willst 2, 3, 4 Seiten füllen. Du willst das ganze Business analysieren. Wenn du das gemacht hast, willst du einen Schritt weitergehen und analysieren, in welchen Bereichen in deinem Business es momentan scheitert, wo du mehr Lektionen brauchst. Denn es sind meistens Kleinigkeiten, die dein Business wieder vorantreiben lassen. Aber diese Kleinigkeiten machst du gerade nicht. Und da du diese Kleinigkeiten nicht machst, läuft dein Business nicht so gut und läuft dein Business nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Darum, du analysierst alles. Fangen wir mal an bei der Nische. Stell dir grundlegende Fragen. Ist meine Nische gut? Ist viel Potenzial in dieser Nische verfügbar? Ist die Nische leidenschaftlich? Sind die Produkte gut? Okay, geh weiter mit den Produkten. Sind meine Produkte gut? Wie finde ich meine Produkte? Lasse ich genug Produkte designen? Wie viele Produkte designe ich in der Woche? Wie viele Produkte stelle ich in der Woche öffentlich? Zu deinem Shop. Sieht mein Shop gut aus? Wie oft bearbeite ich meinen Shop? Habe ich gute Apps? Wie ist die Conversion Rate? Wie viel Besuch habe ich auf meiner Seite? Weiter mit den Werbeanzeigen. Wie viele Werbeanzeigen schalte ich wöchentlich? Skaliere ich richtig? Skaliere ich oft? Mache ich oft neue Werbeanzeigen? Du analysierst einfach A bis Z alles. Und ich sag mal so, es sind, sagen wir mal, 30 Fragen, die du ungefähr stellen musst. Und meistens sind 5 der 30 Fragen oder 5 der 30 Gebiete, da hast du ein Problem in deinem Business. Okay, beispielsweise könnte es sein, ganz klassisch, du lädst nicht genug Produkte hoch. Deine Produkte sind nicht innovativ genug. Deine Designs sind nicht innovativ genug. Deine Skalierungstechniken sind nicht gut. Du hast zwar gute Produkte, aber deine Skalierung ist noch nicht ausgereift, dass du hochskalierst. Denn du willst schnell hochskalieren beispielsweise, okay? Und das sind alles Sachen, die du am Anfang nicht weißt, aber mit der Zeit lernst. Das heißt, am Anfang
Ich werde dir jetzt sagen, wie es laufen würde, wenn du ein Business anfängst. Am Anfang hast du unheimlich große Resultate, unheimlich starke Resultate, die auch motivieren, die dich extern motivieren. Du wirst sehr viel erreichen. Okay, du wirst sehr viel lernen und denkst dir, wow, diesen Monat, die letzten Monate, ich habe so viel gelernt. Dann wird eine Zeit kommen, wo ein Plateau kommt und du dir denkst, es läuft nicht mehr so wie früher. Früher lief es irgendwie besser, auch wenn du ein bisschen mehr verdienst. Trotzdem denkst du dir, okay, irgendwie lief es früher besser. Wichtig ist hierbei, das Plateau gehen, erstmal zu verstehen, dass dieses geben wird, dass dieses Plateau da ist. Okay, das Buch heißt, glaube ich, Mastery. Und du willst Mastery in einem Bereich erlangen, sagt der Autor des Buches. Und er sagt, glaube ich, sogar bis zu einem 30. Lebensjahr sollst du mindestens einen Bereich Mastery erlangt haben. Und Mastery ist einfach ganz kurz, dass du das perfektioniert hast, dass du dein Genie in dieser Sache bist. Beispielsweise E-Business, beispielsweise Fitness, beispielsweise Social Life. Eine Sache sollst du meistern. Lies dir das Buch durch, ist ein gutes Buch. Ist ein gutes Buch. So, wenn dieses Plateau kommt, willst du dein Business genauestens analysieren und du willst schärfer als jemals zuvor in deinem Gehirn sein. Du willst so stark nachdenken können, du willst alles genauestens analysieren, ohne dass du dich von deinen Emotionen runtermachen lässt. Denn das Plateau ist hart. Um das Plateau zu überwinden, brauchst du mehr Disziplin als jemals zuvor. Es wird schwieriger als jemals zuvor. Wenn du noch kein Plateau hast, dann sehe diese Zeit als Training, bis dieses Plateau kommt. Und denk immer dran. Schwere Zeiten, also gute Zeiten kann jeder haben, okay? Aber wahre Gewinner entstehen aus schweren Zeiten. Wie sie in schweren Zeiten agieren. Wenn du viele Sales momentan machst, dein Business besser läuft als jemals zuvor. Cool. Aber es sind nicht die Zeiten, wo wahre Gewinner geboren werden. Denn dein Business wird auch wieder schwierige Zeiten haben. Und dann hängt es an dir, ob du das alles analysierst, ob du mehr Action gibst als jemals zuvor und dann dein Business aufs nächste Level bringst. Okay, das zu diesem Video, das genug über Mastery, über Plateaus, über Einsatz, genug motivierende Worte hoffentlich. Wenn du Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare. Das war's mit diesem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Bye, bye.